Hallo, hier ist wieder euer Gary und willkommen zu einem kurzen Überblick vom VFM 5 in der Söldner-Version. Dieser ist identisch mit dem regulären VFM 5, welcher sogar gerade im Angebot ist für nur 2435 Gold, was nicht mal 10 Euro sind. Aber zurück zum Replay, wir spielen auf der Karte Cold Strike und ich dachte mir, ich nutze einfach mal die Gelegenheit, bis wir auf Position fahren, um euch einen ganz kleinen kurzen Überblick über den Panzer zu geben, denn er hat einige Besonderheiten. Zum einen ist die Panzerung sehr gut. Im Gegensatz zum Stingray, der das Äquivalent auf Tier 6 wäre, hat der VFM fast den Panzerungswert vom Tier 8er, nämlich 140 im Turm und 162 in der Wanne. Allerdings besteht die Panzerung aus Aluminium, daher kriegt ihr keine Boni gegen Heat oder AP. Gleichzeitig müsst ihr dadurch natürlich auch keine kleinkalibrigen Waffen fürchten. Der Panzer hat einen Alpha von 339 mit AP und 423 mit Heat, das ist ziemlich gut. Und wir fahren jetzt hier mal auf A9, ihr kennt die Position sicher hier hinter dem Haus. Und schauen mal, ob wir dort einem Gegner auflauern können. Wir haben noch einen Fox bei uns, der allerdings kein Interesse hat zu scouten. Nein, wir machen selber auch nichts auf. Dann fahren wir mal weiter. Ah, der Abrams? Ne, der ist ganz hinten. Ja gut, dann fahren wir einfach mal in die Querstraße vorne rein. Der Fox fährt auch schon weg, okay. Gut, dann schauen wir einfach mal, ob wir da jemanden auflauern können. Schließlich liegt die Stärke eines leichten Panzers in seiner Beweglichkeit. Also versuchen wir jetzt einfach mal, ob wir dort die MBTs flankieren können oder im Zweifelsfall einfach einen Low-Tier-MBT auch frontal angehen können. Aber sieht recht leer hier aus. Na gut. Das Problem ist, man muss mit dem VFM sehr nah hin, denn seine Genauigkeit von nur 0,13 im Standardzustand ist einfach fürchterlich, wie viele Schüsse ihr damit verfehlt. Deswegen kann man dank der Panzerung auch ruhig mal mit Main-Battle-Tanks in den Nahkampf gehen. Jetzt nicht unbedingt mit Tim Abrams, den wir gerade hier versuchen zu flankieren. Und dann plötzlich feststellen müssen, oh, der ist hinter dem Haus. Okay, dann fahren wir weiter. Nein. Wir wollen natürlich jetzt nicht unbedingt etwas von einem Chieftain in die Seite bekommen. Auch wenn er ein Tier unter uns ist, kann er natürlich durchaus wehtun, vor allem bei unseren mäßigen HP. Deswegen werfen wir jetzt hier Smoke. Dadurch können wir nämlich einfach reinfahren, schießen und... Ah, da seht ihr die Genauigkeit der Kanone. Der war zwar nicht voll eingezielt, aber auf die Entfernung geht der Schuss einfach in die Ketten. Gut, jetzt warten wir einfach mal kurz, ob wir aus der Sicht kommen. Okay, der Abrams, vielleicht können wir da... Nee, der ist mittlerweile hinterm Berg schon. Der zieht sich wohl weiter zurück. Gucken wir mal, dass die Gegner nicht hinter uns fahren. Ah, okay, da spähen wir durch die Lücke, sehen, dass sie immer noch dort vorne sind zu dritt. Dann, wie gesagt, wir haben eine einigermaßen akzeptable Panzerung. Dann können wir die auch mal frontal angehen, gerade weil das Low-Tiers sind, ne? Tier 4er und 2-5er. Da lässt sich durchaus was machen. So, gehen wir schon im Leopard eine. Zielen auf den T-64, aber was sehe ich da? Einen Chieftain. Naja, jetzt nicht mehr. Raw Front vom T-64, obwohl es nur ein T-4er ist, wir sind ein T-6er, müssen wir auf die Lower Front ziehen, wir können nicht mit unseren 300 Pennen durch die Upper. Und da explodiert er auch schon, gut, dann greifen wir jetzt mal den Leopard an. Schöne 300er, ne, macht man gerne und dann sehen wir, oh mein Gott, 900, huh. Ja, dann müssen wir auch dem Turm ausweichen und schnell weiterfahren. Ach du Scheiße. Ja, das ist eine Schwachstelle vom Leopard. Der kann frontal nämlich in das Munitionslager getroffen werden. Und da ist auch schon der nächste Leopard. Allerdings diesmal in der Tier 6 Variante. Gut, da wollen wir nicht unbedingt bleiben. Fahren erstmal hier in das Haus. Nee, den Bradley kriegen wir dann nicht. Nee, das war die Artillerie. Und ja, das war die Artillerie. Nochmal einmal schön in der Fahrt schießen, aber frontal, nein, habt ihr keine Chance. Also Rauch benutzen. Nein, Rauch hat wohl nicht geklappt. Das liegt daran, dass ich gespottet wurde von da hinten, vom Swingfire, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da kommt ein VFL und macht einen Drive-By. Okay, gut. Nein, er will nicht zurückkommen, er fährt weg. Ja, gut, dann
können wir ja mal hier noch ein bisschen gucken. Vielleicht können wir dem Leopard noch eine mitgeben oder... Nein, Artillerie will uns wieder. Gut, dann bleiben wir halt erstmal gekettet. Naja, okay, gucken uns ein bisschen an. So, aber jetzt. So, ich repariere jetzt, denn eine beschädigte Gun bei der Genauigkeit, aber... ja, der Schuss ging irgendwo hin. Okay. Ich möchte es echt betonen. Also die Genauigkeit des VFMs ist unter aller Sau. So, aber jetzt. Ja, dem Begleitpanzer mit einer gegeben. Der hat Raketen geladen. Da ist sie eingeschlagen. Jetzt fahren wir da raus und... Gunny Breschen, Gunny Breschen. Nein! Okay, dann können wir auf den Benzintank des Leopards schießen. Der ist hinten bei, genau hinterm Turm bei dieser Erhöhung. Da würde ich euch empfehlen, immer hinzuschießen. Das ist eine sehr gute Stelle. Okay, aber jetzt Vollgas. Jetzt können wir flankieren. Er ist abgelenkt. Er ist abgelenkt. Und. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Schießen wir nochmal aus Frustration. jetzt aber. Vincent. Nein? Auch nicht? Okay, aber jetzt hier. Jetzt die Artillerie, die holen wir uns jetzt. Und? Nein, auch nicht? Puh, ja, dann machen wir doch das, was ein Lighting am besten kann. Schnell rumfahren und Gegner suchen. Zumindest den kleinen VBL, dann, der war doch hier irgendwo in der Richtung. Werdet ihr euch jetzt denken. Aber mir fällt auf, Moment, die Arti. Der ist komplett ungeschützt. Ja, da ist er zu Arti gefahren. Mensch, da hat er sich aber beeilt, würde ich mal sagen. Gut, holen wir uns den mal. Dauert ein bisschen, bis wir hinfahren. Ich könnte es jetzt rausschneiden, habe ich aber keine Lust zu, denn ich möchte euch das Replay natürlich zeigen, weil es einfach auch Situationen zeigt, wo der Panzer einfach schlecht ist, ja? Genauigkeit, die Beweglichkeit ist in Ordnung, Nachladegeschwindigkeit ist okay. Werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Klar, Light Tanks schießen in der Fahrt genauer. Ja, der VFM nicht so wirklich. Also zumindest gefühlt schießt er sehr ungenau in der Fahrt. Trotz Modul, also ich habe das Modul natürlich zum in der Fahrt genauer schießen drin. Und jetzt sehen wir hier den nächsten Schuss. Nein, auch wieder nicht. Okay, dann rammen wir den einfach, würde ich jetzt mal sagen. Aber... hat leider nicht geklappt. Okay, dann schießen wir halt. So, da haben wir auch schon gewonnen mit 3-5 Schaden. Finde ich jetzt ganz in Ordnung. Aber gucken wir uns noch mal kurz das Ergebnis an. Ja, 7920 für ein normales Doppel. Wir haben auch noch einen kleinen Bonus gehabt, ich glaube von 30%. Und gute 500.000 Credits. Aber ihr seht auch, trotz einiger Stärken des VFMs besitzt er auch Schwachstellen. Und man muss wirklich so spielen, dass man die Stärken gut ausnutzen kann. Ich hoffe, das Replay hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare oder besucht mich mal auf Twitch. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Also macht's gut, euer Gary.